Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Mod-Vorstellung. Diesmal stelle ich euch einen Frost-Mesh-Mähdrescher vor, der richtig geil aussieht, das ist der hier. Der kostet 123.703 Euro. Unterhaltskosten 30 Euro am Tag, maximale Leistung 255 PS bzw. 188 kW, Kapazität 9000 Liter, passend zu Powerstream 700, Fruchtarten, so also Standfrüchte. So, dann noch das Schneidwerk, das ist das hier, Powerstream 700, kostet 8.789 Euro, Unterhaltskosten von 10 Euro am Tag, max benötigte Leistung 200 PS bzw. 147 kW, Arbeitsbreite von 7 Metern, passend zu Agros 530. Erstmal zum Modell her und alles. Hier ist die Zapfwelle vom Schneidwerk. Das sieht alles echt super aus. Das Modell ist 1A. Hier alles, die Kanten. Das sieht alles ein bisschen gebraucht aus. Das sieht alles echt super aus. Also Modell 1A, Texturen könnten ein bisschen schärfer sein. Bei den Stickern und so. Aber dann schaut das echt super aus. Hier ist Schneidwerk. Also wirklich nicht so. Ich habe wirklich nicht so oft sowas Gutes gesehen. Jetzt kommen wir zum Mähdrescher. Der Mähdrescher ist wirklich erste Klasse. Die Felgen alleine. Die Felgen sehen so geil aus. Auch die Reifen sehen schon echt super aus. Der Einzug, na klar, könnte ein bisschen besser sein. Generell, das Modell an sich ist wirklich. Erste Sahne hier, der Kasten, den könnte man im echten Leben aufmachen. Die Kabine, hier oben die Lichter. Hier die Lichter schon alle super aus. Von der Seite alles super. Hier unten auch, da zeige ich euch gleich nochmal was. Da gibt es eine bestimmte Funktion. Man kann hier reingucken, wenn man dreht. Da ist der Tank, denke ich mal, sollte das sein. Auch hier der Reifen schaut echt super aus. Hier ist eine Leiter. Alles schaut super aus in dem Mähdrescher. Nur die Texturen könnten ein bisschen besser sein. Hier hinten ist das Nummernschild. Die Lichter sehen wirklich scheiße geil aus. Hier für Stroh. Hier das Logo Rostermesh. Das in 3D gehalten ist. Schaut echt super aus. Hier oben Licht. 20 km/h Schild. Warnhinweise. Die könnten. Aber die sind scharf. Aber die hier wiederum nicht. Das ist ein bisschen schade. Hier unten eine Anhängerkupplung. Die Achse. Ihr könnt hier perfekt reingucken. Knatte. Genau so. Doch schaut einfach erste Klasse aus. Und auch hier, also wirklich sauber. Schöne Arbeit. Hier, das ist ein Ladeohr. Hier der Auspuff. Der Auspuff kommt, sieht richtig schön aus. Hier oben ist noch ein Licht. Dann ist hier ein Rotor, der Luft ansaugt. Zur Kühlung, denke ich mal. Schaut echt super aus. Also, so. Lichttest. Rundumleuchte. Hier oben. Dach. Schaut auch relativ gut aus. Gibt noch bessere Rundenleuchten, aber sonst erste Sahne. Normales Licht. Schaut wirklich gut aus. Auch hier hinten. Arbeitslicht hinten. Ist halt hier oben das Licht. Schaut echt super aus. Dann mit der Taste 5 und 6 können wir Arbeitslicht vorne einschalten. Schaut dann echt so richtig schön aus. Mit der Taste 6 Arbeitslicht an der Seite. Echt super. Dann Blinker. Schaut echt geil aus. Also wirklich super. Auch hier von hier hinten. Alles erst zusammen gemacht. So, Auspuffqualm. Bewegt sich mit. Der sieht echt geil aus, der Auspuffqualm. Da. Das sieht einfach scheiße geil aus. Der Lüfter dreht sich mit. Da sieht man hier die Antriebswellen, die bewegen sich vom Motor. Das ist nämlich der Motor hier oben. Alles animiert. Das schaut einfach klasse aus. Also auch da der Lüfter, wo man eigentlich hingucken kann, also hinguckt. So, normalerweise bewegt sich alles. So. Dann hängen wir mal das Schaltwerk an. Machen wir Arbeitslicht aus vorne. So, zur Kabine. Die Kabine ist schon. Erstmal, stopp. Die Funktion, die ich vorhin gesagt habe, mit der Taste L. Hier unten nämlich. Können wir mit der Taste L so einen Schutz anbauen. Auf beiden Seiten. Das sieht echt auch super aus. Dann sieht es nämlich noch besser aus dann so. So, zur Kabine.
nur sagen, Leute, die Kabine ist affengeil. Wirklich. Also, wir haben nur IC-Control. Da kommt der IC-Control hier die Tür aufmachen. Dann die rechte Tür aufmachen. Genau so. Dann wieder Tür zumachen. Wir können auf der, hier oben, hier unten, oben, Hype. Da schaut auch echt, also super aus. Dann hier zumachen. Und hier, seht ihr schon, Kamera. Kennt ihr vielleicht schon alles 13 noch vom Class, der, Nexion. Wir können Kameras anmachen. Hier vom Rohr. Also, nur was komisch ist, die Kamerasteuerung ist ein bisschen komisch. Wisst ihr, das seht ihr selbst gerade. Also es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt dreht, das Hauptsache man hat ein Bild. Kamera 3 ist unten. Und 4 und 5 geht nicht. 1, 2. Oh, hoppla. Wo die Kamera ist, das ist hier hinten am Heck. Das ist die Kamera. Dann Kamera 2, das ist wie gesagt das Rohr. Kamera 3 ist Anhängerkupplung. Und 4 und 5 gibt es nicht. Das ist mir wirklich sauber, schöne Arbeit. Das Texturen in der Kabine, sprich erste Klasse Animation gibt es auch. Nämlich wenn man vorwärts fährt, wirkt sich ein Joystick mit, da, und rückwärts halt nach hinten. Neutral. Texturen, also Modell her 1A. Ich habe hier ein Display. Seht ihr schon, wenn man Licht anmacht? Alle Lichter gehen an hier oben. Hier. So. Auch hier. In der Armlehne. Seht ihr hier. Uhrzeit. Was ist Hektar? Umdrehen. Ne, KMH. Heck, also Motorumdrehungen. Das weiß ich noch nicht. Das gucken wir gleich mit nach. So, wenn man die Mähdrescher ausklappt. Seht ihr schon? Hier oben öffnet sich das. Es geht ein bisschen dadurch. Das ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Und hier hinten. Für den Straßentransport werden die natürlich ausgeklappt. Blinker, Nummernschild, auf beiden Seiten, aber auf dem Feld drückt man Taste X zum Ausklappen. Oder Einklappen. Fallen die sich rein. Das schaut echt super aus. So. Können wir mit der linken Maustaste können wir die Haspel vorne bewegen. Sieht auch wirklich gut aus. So, wir schalten mal die Drescher ein. Oh, hoppla. Also, hier, seht ihr jetzt? Da bewegt sich alles in den Seiten. Das schaut echt mega aus, auch hier, hier in der Seite. Da unten bewegt sich alles, also wirklich erste Sahne. Dann fangen wir mal an. Jetzt fahren wir ins Feld hier rein. So. Auch eine Einzugsanimation. Wirklich super aus. Oben alles. Stroh. Also wirklich schön, echt schön gemacht. Aber wir sehen, da wird noch der Kontakt angezeigt. Das schaut echt super aus. Also wirklich, Leute, ein perfekter Mod. Wir können mit der Taste, komm mal bei mir jetzt, hier das einschalten. Den Strohverteiler. Das schaut auch echt super aus. Also ich habe einen neuen Lieblingsmitwäscher gefunden. Das ist nochmal der hier. Und Leute, ich empfehle nur, der Link ist in der Download-Beschreibung, also schaut auf jeden Fall vorbei. Sag ich mal, tschüss Leute und bis zum nächsten Mal.